Hier liegt eine geniale Matte. Und zwar ist das die Vittori Premium Kristallmatte, die wir jetzt schon seit circa 2 Monaten testen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also das hätte ich nicht erwartet, wie wunderbar die verschiedenen alternativen Therapieformen, die hier in dieser Matte vereint sind, wie diese wirken. Ich habe jetzt gerade die Biophotonen angeschaltet. Ihr seht die leuchtenden roten Lichter. Und hier ist das Steuerelement für die Vittori-Matte. Da kann man sich auch ganz, ganz schnell einfinden. Also wenn man das ein paar Mal eingestellt hat und die Programme, einige Programme gewählt hat, dann braucht man auch keine Anleitung mehr. Also hier gibt es eine Anleitung dazu, wo alles wunderbar erklärt ist. Also die Vittori-Matte ist gerade an und ich stelle auch gerade die Infrarot-Tiefenwärme ein. Jetzt so auf ungefähr 54 Grad wird es jetzt noch hochgewärmt und dann möchte ich ein Entgiftungsprogramm machen, circa eine Stunde. Da kann man hier auch das Magnetfeld, also die Magnetfeldtherapie fürs Entgiften einstellen. Und die Infrarot-Tiefenwärme hat sich für mich als sehr besonders herausgestellt. Also das unterstützt meine Gesundheit wirklich sehr, sehr gut, auch beim Entgiften. Ich finde das wirklich wunderbar. Und ihr werdet jetzt in diesem Video ein Interview sehen mit dem Gründer von Vittori, mit dem Sebastian Krenz, wo er einfach auch nochmal die verschiedenen Therapieformen der Vittori-Matte erklärt und auch, was ich auch nochmal wichtig finde, wie kommt man dazu, so eine geniale Matte, die die Gesundheit erhalten kann, wo Menschen auch Gesundheit wiedererlangen kann, was Impulse gibt, was die Selbstheilung anregt. Ja, wie kommt man auf die Idee, so eine wunderbare Matte zu erfinden, zu kreieren? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz besonders, den Sebastian Krenz von Vittori hier virtuell neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Sebastian, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Silke, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja seit 1, 2 Monaten ganz, ganz begeistert, weil ich ein wundervolles Produkt von euch teste, die Vittori Kristallmatte, so eine Premium-Matte, die wirklich verschiedene alternative Therapieformen miteinander vereint. Sehr effektiv, muss ich sagen. Und da stellt sich für mich erstmal die Frage, wie kommt man denn auf die Idee, so eine geniale Matte zu entwickeln, um wirklich, ja, die Gesundheit zu erhalten, Gesundheit wieder zu erlangen, generell, ja, die Gesundheit zu unterstützen? Ja, also da gibt es wirklich einen, hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt, passiven Leidensweg mit medizinischem Hintergrund. Denn meine beiden Großeltern, die hatten ihr Leben lang eine allgemeine Praxis, eine Gemeinschaftspraxis, waren die ganze Zeit am wirklich arbeiten, ne? Geld verdienen. Ich war immer mal dort zu Besuch und die sind jetzt schon seit über 10 Jahren im Ruhestand und meiner Oma geht es überhaupt nicht gut, ne? Die hat total Rückenschmerzen. Und ich verstehe, dass man dann, wenn man die ganze Zeit arbeitet, dass da nichts passieren darf, ne? Weil das sichert ja das Einkommen. Deswegen, ja, nimmt man da gerne mal Tabletten, wenn man an der Quelle sitzt. Was dann aber ja zur Gewohnheit wird, ne? Das ist ja bei ganz vielen, 85% der Menschen in Deutschland, die leiden an irgendeiner Beschwerde, haben irgendwelche Schmerzen. Und dann greifen viele wirklich zur Tablette, weil es einfach dann die. Also ein guter Vergleich, Motorkontrollleuchte, einfach zukleben, ne? Und nicht mal gucken, woran liegt es denn und was kann ich da machen. So, und das war eben da leider der Fall. Und dann über die Jahre sind dann noch andere Tabletten hinzugekommen und Blutverdünner. Und der Körper hat halt seinen Grund, warum er das macht, ne? Und wenn man da nicht an der Ursache mal anpackt, dann ist das schon, kann es immer schlimmer werden, ne? Ja, und deswegen wusste ich auf jeden Fall, dass der schulmedizinische Weg nicht mein Weg ist, dass ich eine Alternative brauche. Und ich bin 2014 durch meine damalige Freundin voll in die Gesundheit reingeworfen worden. Einfach erstmal durch eine vegane Ernährung, dann zeitlang auch mal Rohkost ausprobiert, zuckerfrei, glutenfrei, sowas. Also wirklich mal alles durch. Und das waren immer so nochmal Mega-Steps obendrauf. Das hat sich ja so ein bisschen reguliert durch. Esse das, was sich für mich gut anfühlt. Manchmal habe ich überhaupt keinen Bock auf XY und dann und den anderen Tag, ja, da merke ich schon, okay, jetzt vielleicht esse ich da mal wieder was. Aber da höre ich sehr auf mich, auf meinen Körper. Und dann habe ich mir
Bücher bestellt von zum Beispiel Rüdiger Dahlke, ne, von Kurt Tepperwein. Da gibt es ja auch mega viele Bücher. Der Kurt Tepperwein ist total toll. Habe ich auch total viele Videos von ihm angeguckt und bin auf Seminare gegangen. 2019 war ich dann war ich für eine Firma unterwegs, habe ich viele Vorträge gehalten mit Wasser, für Wasser, habe Menschen über Wasser aufgeklärt, was ist das Beste aus meiner Sicht. Und dann kamen Menschen auf mich zu, kam ich in Kreise rein, die gesagt haben: Kennst du schon die Infrarotsauna? Kennst du schon Magnetfeldmatte? Kennst du schon Schumann-Gerät, nenne ich es mal, ne? Das muss man aufpassen, so dass man nichts anderes sagt, und haben alle ihre Daseinsberechtigungen, alle total mega, wirklich habe ich alles ausprobiert, fand ich super toll. Und dann habe ich gedacht, ich kann mir doch nicht alle Geräte kaufen jetzt. Ich hätte sie gern alle, muss aber mega viel Geld investieren. Ich brauche wahrscheinlich noch extra Raum, habe Strom, Zeit und keine Effektivität mehr. Deswegen war dann die Idee da, ja, was ist denn, wenn wir das mal alles in ein Produkt packen? Und dann haben wir uns erkundigt, wer das für uns quasi herstellen kann, so nach dieser Idee, und haben einen Partner gefunden. Mittlerweile haben wir unsere eigene hausinterne Produktionsstätte unter unserem Namen. Das ist total cool. Also alles das, was wir hier entwickeln, können wir auch he selber herstellen. Und ja, also somit haben wir das losgetreten, ne? Gerade als das 2020 losging. Mit schwieriger Zeit, da war das besonders gefragt, und das war voll toll, dass da auch Menschen gleich auf uns zukamen. Boah, das ist so toll, das Produkt. Habt ihr irgendwas, wie ich euch unterstützen kann? So, und dann, ja, sind wir ganz oft auf Gesundheitskongressen unterwegs und können da einfach diese Message raustragen, und dieser Impuls, dass wir einfach auf einen Gesundheitshelfer, ne, anbieten können, der eben alle wichtigsten Formen der Therapie aus der Natur vereint, und eben genau das, was wir nicht mehr so richtig bekommen, weil wir durch die modernen Lebensweise nicht mehr oft genug, die meisten Menschen nicht mehr oft genug in der Natur sind und sich da betanken mit allen Formen der Therapie, die die Natur zu bieten hat, ist es eben eine super Möglichkeit, sich da zu Hause über zu helfen. Sich da zu unterstützen und dem Körper einfach Impuls zu geben, dass er dann selber wieder alles in die Wege leiten kann, um sich da selbst zu regulieren und wieder zur Gesundheit zu führen. Und es gab eben vorher schon, bevor wir das auf den Markt gebracht haben, wirklich super viele Studien, die da handfest sind. Ne, wenn du innerhalb von Deutschland guckst, ist es überhaupt nicht aussagekräftig. Dann sagen Institute, okay, das ist nicht Stand der Technik, und Studien sagen, es nützt nichts. Wenn du aber außerhalb von Deutschland guckst, das ist das Interessante, gibt es eben Studien, gerade in Amerika, da wird ja auch die Magnetfeldtherapie, kommen wir gleich zu allem, schon von der Schulmedizin genutzt. So tolle Studien, die wirklich das schwarz auf weiß belegen, dass es halt den und den Effekt hat. Ne? Je nachdem, wie die pulsierende Magnetfeldtherapie aufgebaut ist, ne? Mit welchen Frequenzen. Ja, können wir ja dann direkt mal einsteigen. Ne? Zum Thema, ich sitze ja hier im Wald virtuell. Ne? Das ist ja auch so symbolisch, dass man eben wieder in den Wald gehen soll, beziehungsweise dass man den Wald und alle, ja, Kräfte der Natur auch nach Hause holen kann. Und das eben durch Vitori, so heißt die Firma, und mit dem Produkt Vitori Premium Kristallmatte. Das hat natürlich alles auch einen Sinn, ne? Vitori, das besteht aus zwei Wörtern, Vitality und Origin, was so viel, ja, bedeutet wie Quelle des Lebens. Mit Blume des Lebens im O, da. Genau, das war auch sehr wichtig, weil ich habe mich in der Zeit seit 2014 viel mit Meditation, nicht nur mit Ernährung, sondern auch Meditation und den ganzen Prozessen im Körper, was da alles passieren kann, wenn man sich mit, ja, verschiedenen Schwingungen und Reizen auseinandersetzt, ja, was einem das alles bringt. Und
das wollen wir genauso weitergeben und jeder kann das eben zu Hause haben. Ja, und das war auch der Anspruch. Auf allen Ebenen, Körper, Geist, Seele, muss es wirken, es muss nachhaltig sein. Wir wollen der Natur was zurückgeben. Wir pflanzen mit jeder Bestellung 10 Bäume. Wir unterstützen genauso den Meeresschutz. Es ist so ein Geben und Nehmen, ne? Energieaustausch. Ansonsten, ja, wird es nichts, ne? Es soll ja auch eine gute Energie haben. Und da schauen wir schon, dass wir wirklich so nachhaltig wie möglich da arbeiten. Genau. Und jetzt ab in die Therapieform, ne? Was ist da alles drin? Also ich möchte noch vorweg noch mal sagen, bevor du da einsteigst. Also ich bin ja begeistert, dass er eben so mehrere Therapieformen da vereint und die kann man ja auch ganz individuell nutzen. Man muss nicht alles nutzen, man kann nur eins nutzen oder zwei. Und ja, ich bin da ganz begeistert und wir hatten auch schon im Vorgespräch gesagt, es ist ja immer der Körper, der heilt. Ne? Die Matte heilt nicht oder irgendwelche Tropfen heilen nicht oder irgendwie irgendwelche Therapieformen, die geben ja nur Impulse, Anregungen. Und das ist ja das Schöne, wenn wir wertvolle Werkzeuge haben, die unsere Gesundheit, also die uns wieder zu mehr Gesundheit führen, unsere Gesundheit aufrechterhalten. Und da bin ich immer ganz begeistert davon. Deswegen finde ich auch diese Matte so wertvoll, weil sie wirklich die wertvollsten Therapieformen vereint. Ich werde jetzt mal das Wichtigste nennen. Das ist ja du hattest es auch schon an, die Magnetfeldtherapie. Da gibt es verschiedene Programme, die sind schon voreingestellt oder man kann auch selber sich einiges einstellen. Was ich auch sehr schätze, ist die Infrarot-Tiefenwärme. Gerade im Winter so genial. Also ich habe das jetzt Januar, Februar so genossen. Diese ja, Infrarot-Tiefenwärme zu nutzen, das geht ja bis über 70 Grad oder 70 Grad. Ich habe es, glaube ich, nur bis 70 Grad bis jetzt genutzt. Ach, Dann genau. Biophotonen. Fritz Albert Popp hat es ja schon vor einiger Zeit entdeckt, ne? Die Biophotonen, die so Ordnung die so Ordnung reinbringen in den Körper, ne? Und dass die Körperzellen wieder miteinander kommunizieren. Das ist so genial, dass ihr das damit integriert habt. Dann negative Ionen. Das geisterte ja auch in den letzten Jahren immer auch so mal in den alternativen Medien, barfuß laufen, also erdet und versorgt einen mit negativen Ionen. Aber wer läuft schon im ganzen Sommer barfuß draußen rum? Ne? Deswegen finde ich das auch genial, dass ihr das damit so eingefügt habt in die Matte. Ich laufe auch gern barfuß, aber im Winter ein bisschen schwierig. Also im Winter eine geniale Idee. Also wir haben jetzt Magnetfeld, Infrarot, Biophoton, negative Ionen, Schumann-Frequenz. Das ist ja auch so ein extra Programm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht getestet. Aber das steht jetzt demnächst an, weil ihr habt ja wirklich so viele voreingestellte Programme, Bindegewebe, Entspannung, Entgiftung, komme ich dann später noch dazu, das ist mein Lieblingsprogramm, auch Entspannung, Regeneration für Muskel, Gelenke. Dann habt ihr auch noch, ich sage jetzt schon mal das neue Wort Edelsteine in der Matte, ne? Ihr habt das ja eigentlich vorher anders genannt, da gab es jetzt einen Hinweis, eher Edelsteine zu sagen, ganz wertvolle Edelsteine, die auch nochmal, ja, den Körper unterstützen, die Chakren unterstützen. Und ach, ich finde das einfach genial. Und ich würde dich einfach mal bitten, die verschiedenen Therapieformen, die ihr in der Vettori Premium Kristallmatte vereint, nochmal kurz vorzustellen und was die so für unseren Körper, für unsere Gesundheit bedeuten, bewirken. Ja, genau. Also fangen wir mal mit der Infrarot-Tiefenwärme an, weil du die so feierst, so toll findest. Und gerade im Winter, was habe ich gesagt, ist total wärmend, auch nachhaltig wärmend. Was ist die Infrarot-Tiefenwärme? Grundsätzlich können wir sagen, es ist alles von der Natur quasi abgeguckt. Ne? Schauberger hat schon gesagt, Natur kapieren, Natur kopieren. Deswegen ist alles aus der Natur. Und diese Infrarot-Tiefenwärme haben wir in der Matte verbaut, wie sie eben durch die Sonne kommt, nur ohne die schädlichen UV-Strahlen. Das heißt, es ist die natürlichste Form der Wärme, was den Körper erwärmt und nicht die Umgebungstemperatur. Wir kennen das alle, wir sind draußen, die Sonne scheint, es ist super schön, gerade im Sommer. Da kommt so eine blöde Wolke und schiebt sich vor die Sonne und plötzlich ist uns sehr viel kälter oder uns kommt es einfach nur kälter vor, obwohl die Umgebungstemperatur nicht niedriger ist dadurch. Das heißt, das ist die Kraft der Sonne, Kraft der Infrarot-Tiefenwärme, wie sie direkt auf unseren Körper wirkt. So, und der Uwe Karstedt zum Beispiel oder andere Mediziner sagen, wir sind im Westen hier sogar um 1 bis 2 Grad zu niedrig. Und mit jedem Grad unter 37 Grad Körpertemperatur Optimum fällt unser Immunsystem um 25%. Und die Verdauungsenzyme können nur zu 50% gebildet werden. Also ein Abfall auch von 50% von den Verdauungsenzymen. Das heißt, wenn wir 1 bis 2 Grad zu niedrig sind,
haben wir entweder 25 bis 50% weniger Leistung vom Immunsystem und 0 bis 50% oder sagen wir 25 bis 50% nur von den Verdauungsenzymen. Und dann wundern wir uns, warum es uns so schlecht geht. Ja, allein schon durch die suboptimale Körpertemperatur. Das ist vielen gar nicht so bewusst, ne? Eben, Und das kann man genau. eben durch diese Infrarot-Tiefenwärme, vor allem auch im Winter, einfach wunderbar unterstützen. Und ich mag es wirklich auch total gern. Meistens liege ich auf dem Rücken, aber sich auf den Bauch zu legen für die Verdauung, also ist das super genial. Also die Infrarot-Tiefenwärme generell auch, die Programme generell zu nutzen. Man kann sich ja auch mal auf den Bauch legen oder auch drauf schlafen, ne? Ihr habt ja auch ich glaube, zwei Programme, die über 7, 8 Stunden gehen, das habe ich auch schon einmal probiert. Ich bin aber, muss ich ehrlich sagen, kein Rückenschläfer. Es war erstmal so eine Gewöhnung, weil ich auch eher auf der Seite schlafe. Aber trotzdem wacht man dann schon recht erholt auf. So. Also es ist schon sehr, sehr, also gerade für jemand auch, der Probleme, Muskelverspannung hat, generell Probleme beim Einschlafen, Durchschlafen, ist das auch eine super Möglichkeit. Auch da soll man ja nicht so also die Infrarotwärme so eher niedrig halten, ne? So bei, ich glaube, 35, 40 Grad, dann nicht so auch bei 70 Grad, aber sehr, sehr angenehm. Also kann ich nur wiederholen. Also die Infrarotwärme ja, ich feiere das wirklich. Also genial, es war so eine echt geniale Entdeckung für mich, weil nicht jeder hat ja auch den Platz, eine Infrarot. Ich hatte auch mal hier eine mobile Infrarotsauna stehen, hat mir mal ein Freund geborgt, da haben wir das mal über 2 Monate getestet. Super toll, aber da hast du halt so ein großes Gerät da stehen in dem Zimmer. Und da finde ich die Infrarot, diese Matte, also eure Kristallmatte mit dieser Infrarotmöglichkeit einfach für mich praktikabler. Ja, wunderbar. Da habe ich fast nichts zu ergänzen. Wir könnten noch ein paar Wirkungen von Studien oder klinischen Berichten sagen. Ne, dass, wenn man eben auf der optimalen Körpertemperatur ist, sind wir deutlich widerstandsfähiger gegen Bakterien und Viren, weil unser Körper mit dieser Temperatur einfach besser diese abtöten kann. Ja, Und wir sind einfach. das erhöht ja eben die Körpertemperatur und dann auch das Immunsystem stärkt. Das stärkt die Infrarot-Tiefenwärme ja auch, ne? Hat das nicht, das habt ihr, glaube ich, auch, dass der Pythagoras gesagt, er gibt mir mit dem Fieber, gib mir Fieber und ich heile Krankheiten oder sowas in die Richtung. Da gibt es ja auch angeblich Ja. Pythagoras so einen Ausspruch. Genau. Weil viele denken ja auch, Fieber ist schlecht oder eine erhöhte Körpertemperatur. Kinder können das ja noch gut bilden. Die fiebern schnell, um aber eben gegen Erreger anzugehen. Ne? Erwachsene fiebern gar nicht mehr so schnell. Viele denken ja auch, Fieber ist schlecht. Ich habe meine Kinder auch immer fiebern lassen. Es war immer gut. Also ich habe nie Fieberzäpfchen oder das gesenkt. Es war immer so, dass man sagt, das halten die aus. Also ich hatte da auch immer ein Vertrauen. Und die Infrarot-Tiefenwärme, die erzeugt ja auch eine bisschen erhöhte Temperatur. Und das ist ja, wie so ein kleines Fieber oder wie so ein kleines Feuer, ne, für den Körper, dass er wieder die Körpertemperatur erhöht, aber auf normales Maß, so für uns gutes Maß. Ja, wir können auch künstlich fiebern. Also wir können durch die UV-Tiefenwärme auch künstlich Fieber erzeugen, wenn wir uns noch lang genug quasi auf der Matte zum Beispiel aufhalten und wirklich hohe Temperaturen benutzen. Die eingestellte Temperatur 50, 60, 70 Grad ist nicht gleich die Körpertemperatur. Da muss man auch keine Angst haben. Es ist wirklich ganz langsam wirkt es von außen nach innen und wirkt da wirklich nachhaltig. Ne? Bildet Wärmedepots, die Durchblutung wird beeinflusst. Und der Sauerstofftransport wird einfach wieder optimiert, dass man klarer ist, besser schlafen kann, ja, dass man nicht mehr so kalte Extremitäten hat. Und das hat der Parmenides gesagt: Gib mir die Möglichkeit, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Ja, sowas war's, genau. So, genau. Und kommen wir gleich zur nächsten großen Therapieform. Das hat Hippokrates nicht gesagt, sondern er hat das angewandt mit großen Magneten. Hat er Menschen behandelt, die körperliche Schmerzen hatten. Und das haben wir schon seit Jahrtausenden gemacht, haben wir schon seit Jahrtausenden genutzt. Die alten Römer und Ägypter haben magnetischen Schmuck getragen, um sich gesund zu halten. Haben diesen Magnetismus, diesen Energieaustausch auch verstanden. Weil um jede Zelle haben wir ein eigenes Magnetfeld. Und wenn eben das heruntergesetzt ist durch Ernährung, durch Elektrosmog, durch Umweltgifte, durch andere Substanzen, die wir uns bewusst oder unbewusst zuführen oder zuführen lassen, dann ist es eben so, dass die Energie runtergesetzt ist, wir keine Leistung mehr bringen können, dass wir ja in die Schmerzen gehen, dass wir vielleicht chronische Krankheiten bekommen, so in die Richtung. Und da sind wir uns halt
befinden wir uns voll in der Abwärtsspirale der Gesundheit. Und das kann aber schon nach ein paar Minuten Kontakt mit einem Magnetfeld wieder reguliert werden. Ne, diese negative Ladung, diese magnetische Ladung um die Zellmembran in der Zellmembran kann wieder aufgebaut werden und somit nicht nur Informationen austauschen wie die Biophotonen, sondern auch die Energie übertragen. Ja, und dann sind wir wieder leistungsfähig. Dann, ich habe auch noch ein paar, also Studien. Es gab eine Studie, die hat zum Beispiel Migräne komplett, fast komplett behandelt. Dann hat man einfach über einen Zeitraum von 8 Monaten an einem Oberschenkel, also nicht mal in Kopfnähe, sondern am Oberschenkel behandelt. Und die Probanden sind von 4 bis 5 Attacken die Woche auf im Schnitt 0,3 Attacken die Woche gekommen. Das Und es wirkt ist praktisch den halt ganzen Körper, ne? Egal an welches, es wirkt durch den genau. ganzen Körper durch. Das ist ja das Eben. Faszinierende. Ja, es wird einfach weitergetragen. Deswegen ist es auch nicht so sehr wichtig. Man kann es schon optimieren. Wir haben 6 Magnetfeldspulen in der Kristallmatte eingebaut, auf Schulterhöhe, auf Bauch, Beckenhöhe und Kniehöhe. Ne, dass es halt schön verteilt wird. Im Grunde hätte man nur eins einbauen können, aber dann, ja, ne, 6 sind einfach deutlich effektiver, gerade wenn man das eine kurze Zeit nutzt. Und ja, somit hat man zum Beispiel diese Verengungen im Kopf der Blutbahnen wieder regulieren können. Ne, daher kommen ja die Schmerzen. Ne? Vielen wird schwummrig, schwarz vor Augen, es hat so ein Flackern. Das ist ganz komisch, wenn da gewisse Teile nicht mehr richtig durchblutet werden. Und auch diese Geldrollenbildung, ne, von die verschiedene Ursachen haben kann, hatten wir eine richtig tolle Frau in unserer Erfahrungsberichtegruppe. Es sind viele tausend Menschen jetzt drin, die ein Vorher-Nachher-Bild von ihrem Blutbild gemacht hat unter einem Dunkelfeldmikroskop, hat man diese Geldräumbildung gesehen und nach der Behandlung mit der Kristallmatte hat sie 2 Wochen später aufgenommen. Dann waren alle Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, wieder einzeln. Die waren nicht mehr verklebt. So, und so kann natürlich auch das Blut besser das Sauerstoff, den Sauerstoff transportieren. Wir können ja dadurch dann einfach Dinge lösen oder der Körper kann Dinge lösen, die er vorher nicht lösen konnte. Dann löst du ein Problem deines Körpers, dann tun sich dahinter ganz viele andere Sachen auf, die er schon bereit ist, selber zu behandeln und löst sie dann auch noch. Und dahinter kommen wieder Sachen, die sich dadurch ergeben, die er auch wieder behandeln kann. Und das meiste geschieht eben nachts, denn nachts essen wir nichts und er muss sich nicht mit der Verdauung beschäftigen. Ne? Verdauung ist ein ganz großes Thema für unseren Körper und immer wenn wir unseren Körper schwere, in Anführungszeichen, Nahrung zuführen, verbraucht er viel Energie. Und nur dann, wenn er halt auf einem hohen Energielevel ist und es ist eben nachts, wenn er nicht verdauen muss, hat er die Kräfte dafür, gewisse Prozesse im Körper wieder anzustoßen. Und wir können mit verschiedenen Frequenzen von der Kristallmatte zum Beispiel auch eben gezielt Prozesse anstoßen. Wann haben wir gesagt, oder haben wir überlegt, ob wir das sagen oder nicht, aber Entgiftungsprogramm haben wir drin. Ne? Das hast du ja schon gesagt für Bindegewebe. Dann Konzentration, Schumann-Frequenz, besser schlafen, Schwingungserhöhung, auch Schwingungserhöhung, schwingen. dass man einfach auch ja besser einen Tag starten kann, ne? Und auch die Entspannung. Also ist wirklich also für viele Gelegenheiten, ob es abends ist, dann mehr in die Entspannung zu kommen, um mehr Konzentration, mehr Schwingung. Das ist eher ein Programm vielleicht für früh oder auch für die Regeneration oder einen besseren Schlaf, dann, dass man auch mal nachts sich drauflegt. Und es gibt kurze Programme, längere Programme über Nacht, die Programme. Also je nachdem, wie man auch so das sich zeitlich einbauen kann. Also ich liebe ja dieses 20 Minuten intensive Entgiftungsprogramm, weil ich das immer gut in den Alltag integrieren kann. Und ich merke, dass es sehr effektiv ist, 20 Minuten die Matte nutzen. Und selbst wenn man im Winter, wenn man mal ein bisschen so durchgefroren ist und diese
Infrarotwärme, du siehst, ich bin schon wieder bei dieser Infrarotwärme, weil ich das einfach so genial finde. Also man kann man einfach nur mal diese Infrarotwärme und die Biophotonen anschalten, ne? So, um sich mal ein bisschen durchzuwärmen und dann noch ein bisschen Ordnung in seinen Körper zu bringen. Es ist wirklich eine wunderbare Sache. Was ich bis jetzt noch nicht so gemacht habe, das selber einzustellen, die Frequenzen, da kenne ich mich noch so wenig aus. Da müsste ich mich mal damit beschäftigen. Aber ich finde es so, es sind, glaube ich, 14 Programme und das ist super. Also da ist für jeden was dabei, ob man auch verspannten Rücken hat, Muskelentspannung für die Gelenke, für den Kopf, eben Migräne. Ich denke mal, Entspannung, Entgiftung, Schwingungserhöhung oder auch Konzentration sind Programme, die kann jeder gebrauchen. Ja. Ja. Ja, selbst auch Kinder, ne? Man kann das ja auch schon für Kinder nutzen. Gibt es auch viele, die das für Kinder nutzen. Mein fast 14-jähriger Sohn, der liebt diese Wärme. Es kann nicht warm genug sein. Das findet er also völlig entspannt. Während mein Ältester sagt, oh, das ist mir zu warm, dreh mal wieder runter, dem sind 50 Grad schon so warm. Da fängt er sofort an, auch zu schwitzen. Eigentlich ist es ja gut, ne? Das Ja, ist ja total. richtig gut. Also, aber wir haben da schon wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesen verschiedenen Programmen. Und als nächstes teste ich mich auch mal an, das selber einzustellen. Da muss ich mich aber erstmal damit ein bisschen beschäftigen. Aber das muss man auch erstmal vorerst nicht, weil ja alles schon fast ist ja, glaube ich, am Anfang gedacht, ihr habt da so einen Regler. Also es gibt die Matte und dann so ein Bedienungselement. Da habe ich auch erstmal gedacht, okay, aber ihr habt das so gut beschrieben in der Beschreibung. Also, wenn man da so ein bisschen ein paar Programme durchprobiert, hat man das ganz schnell intus. Und jetzt bräuchte das Bedienungsheft gar nicht mehr. Jetzt weiß ich selber, was ich will ungefähr und weiß genau, was ich einstellen muss. Und das ist eigentlich auch für Leute, die sich mit sowas nicht so gut auskennen, also vieles schnell erlernbar so. Ja, genau. Jetzt hat man also Magnetfeld, Infrarot. Könnten noch was zu den Biofotonen oder nee, Genau, die Biophotonen, du hast Biophoto. es vollkommen richtig schon gesagt. Der Professor Dr. Fritz Albert Popp hat es rausgefunden, so in 70er Jahren, hat es zumindest richtig fundiert nochmal dokumentiert, denn es haben schon in Russland Wissenschaftler in über 5000 Experimenten da das schon geahnt, ne, dass alle lebenden Zellen mit Licht kommunizieren. Von Zelle zu Zelle zu Zelle, natürlich im Blitz, in Lichtgeschwindigkeit. Und ja, das ist das Licht einfach in unseren Zellen, was Informationen austauscht. Und vielleicht kommt auch so daher, leuchtet es so schön oder wie auch immer, so von innen heraus. Ne? Und dann, man möchte ja natürlich, dass die Prozesse im Körper optimal funktionieren, damit die Selbstregulation, ich sage jetzt nicht Selbstheilung, ja, wieder einfach besser vonstatten geht. Ne? Wenn ich irgendwo verletzt, dann soll natürlich gleich dieser Prozess einsetzen, dass die Wunde vom Körper selber verschlossen wird und du keine Blutvergiftung erleidest und solche Sachen einfach. Ja, und das Licht kann eben auch nicht genügend sein im Körper. Ne? Und es ist fast bei jedem so, weil wieder moderne Lebensweise, wir sind in den geschlossenen Räumen, wir sind nicht raus in der Sonne, denn diese Biophotonen können wir durch die Sonne aufnehmen oder durch im Optimalfall selbst angebautes Obst und Gemüse im eigenen Garten, was eben durch die Sonne auch wieder mit Biophotonen aufgeladen wurde. Über Obst und Gemüse im Discounter müssen wir nicht unbedingt reden. Im Bioladen sieht es schon sehr viel besser aus, weil da sind die Produkte nicht so alt, sage ich mal, und enthalten schon noch Biophotonen. Am besten ist natürlich ganz frisch gepflückt, direkt aus der Sonne. Und dann können wir uns darüber wieder aufladen. Oder man nutzt einfach die Möglichkeit, über so einen Gesundheitshelfer wie die Vitori-Kristallmatte über 660 Nanometer Lichtfrequenz, die quasi ganz tief in die Körperschichten eindringen kann, um die Zellen eben wieder mit Licht zu versorgen. So, wenn das funktioniert, dann haben wir wieder mehr Energie. Wir sind einfach widerstandsfähiger gegen gewisse Dinge. Stress kann reduziert werden und wir sind einfach besser drauf. Und dazu kommt, weil ich es gerade gesagt habe, die eigenen vier Wände. Wenn wir den ganzen Tag drin sitzen, dann haben wir so ein Brain Fog. Wir sind nicht mehr ganz da. Es ist alles so, boah, ganz komisch. Gerade wenn man in einem Büro arbeitet, die ganze Zeit, man braucht schon frische Luft. In der frischen Luft ist ja nicht nur Sauerstoff, sondern auch diese negativen Ionen. Deswegen sind in unserem Büro ganz viel Moos an den Wänden. Es sind ganz viele Pflanzen, haben so negativen Ionengenerator extra noch da drin.
dass wir einfach die Alpha-Wellen zum Beispiel im Gehirn wieder mehr produzieren. Die sind für Konzentration und Kreativität da. Dann, wir brauchen mindestens 1000 negative Ionen pro Kubikzentimeter. Und im geschlossenen Raum, wie ich hier gerade sitze oder du bei dir zu Hause, haben wir 200, 300. Und dann gibt es ein Messgerät, das haben wir bei uns im Lager, da testen wir immer jede Kristallmatte, ob die genauso viel abgibt, wie es sein soll. Ne, ist ja auch die Qualitätskontrolle ganz groß. Und in geschlossenen Räumen haben wir 200 bis 300 negative Ionen. Das heißt, wir kriegen nicht mal genug davon ab. Wenn das eben fehlt, können wir nicht Leistung bringen. Wir sind, wie ich schon gesagt habe, ne, in dieser nebligen Situation und wir brauchen frische Luft und die negativen Ionen. Im Wald können wir bis zu 2000 negative Ionen abbekommen. Am Strand, am Meer, am Wasserfall haben wir über 10.000 negative Ionen, also über zehnfach die Konzentration, wie wir es brauchen würden. Und mit der Kristallmatte haben wir 7.000 negative Ionen. Also das Dreifache wie im Wald. Wir haben quasi dreimal die dreifache Konzentration der Waldluft, wenn es um die negativen Ionen geht. Bei den Der negativen Ionen habe ich noch mal kurz eine Frage, weil ich Ja. habe ja gesagt, man kann ja die verschiedenen Therapieformen ja zuschalten oder die Magnetfeld, da kann man die intensiv. Aber die negativen Ionen sind die dann immer? Die Also sind egal, immer was da. man nutzt, das habe ich mir dann auch gedacht, die müssten ja dann immer da sein, weil die Infrarotwärme, man kann ja auch nur Magnetfeld nutzen oder nur mal Biophoton. Eine halbe Stunde geht das, glaube ich, immer, ne? Die Biophoton. Ja, Gibt es ja Biophoton eine halbe verschiedene auch Stunde. Möglichkeiten, das einzustellen. Und da habe ich mal gedacht, die negativen Ionen müssten ja dann eigentlich immer so. Also egal, welches Programm man nutzt und überhaupt, wenn die Matte angeschalten ist, dann bekommt man auf alle Fälle negative Ionen. Und Ja. wenn, ja, wolltest du mich weiterhin? Dazu muss nicht mal die Matte angeschaltet sein. Also die produziert oder die polt die Ionen sowieso immer negativ. Einmal durch die Edelsteine und dann haben wir eine ionisierte Mineralschicht aus verpulverten Mineralien, ja eher seltenen Mineralien, die eben eine hohe Konzentration an den negativen Ionen bilden kann in der Umgebungsluft. Ja, genau. Also die werden immer. Das war auch nochmal eine wichtige Information jetzt so. Und klar, ich meine, ich versuche ja auch immer viel rauszugehen. Wenn man einen Hund hat, ist man ja eh auch immer mal an der frischen Luft. Oder ich sammle ja auch Wildkräuter. Also gerade Wildkräuter enthalten ja auch viele Biophotonen, ne, weil man, aber nicht jeder hat ja so die Zeit und viele sind ja leider nur mal so. Die meisten leben in Großstädten oder in Städten, sind auch so im Hamsterrad eingebunden, damit Familie, Kinder. Man kommt dann auch nicht immer dazu, wirklich genügend Zeit draußen zu verbringen. Im Winter ja, ist es ja noch eingeschränkt, aber eben auch der Witterung bedingt oder weil es halt früher dunkel wird. Und da ist so eine, ich finde so eine Therapiematte selbst für mich auch eine gute Ergänzung, obwohl ich versuche viel rauszugehen, obwohl ich auch Wildkräuter sammle, also auch wirklich ganz frisch draußen die wilde Nahrung sammle. Aber ich finde es trotzdem eine geniale Ergänzung zu dem, was ich mache, weil wir heute auch, das betone ich ja auch oft in Videos, wir leben halt heute nicht so in ganz, unter ganz anderen Bedingungen, Umständen wie vielleicht noch vor 100 Jahren. Ich habe ja auch viel in Vergangenheit zu Arnold Ehret, Schleimfreie Heilkost gemacht. Da hat er ja schon beschrieben, wie es um die Gesundheit der Menschen steht. Das war aber vor über 100 Jahren. Jetzt ist ja noch viel mehr dazu gekommen. Die ganzen Toxine, der Elektrosmog, dass die Menschen viel mehr nur in der Wohnung verbringen, die ganze Strahlung. Also auch was so Giftstoffe über die Kosmetik, über Möbel, Kleidung. Also es ist unfassbar. Ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, welchen Herausforderungen wir gegenüberstehen. Unser Körper auch. Also unser Körper ist ja ein sehr, sag ich mal, sehr flexibel. Er kann auch vieles ausbalancieren. Aber irgendwann ist halt eine Grenze. Und das ist halt bei jedem Individuellen. Dann beginnen vielleicht die kleinen Zipperlein, die chronischen Beschwerden. Und nicht jeder hat die Zeit, immer so in die Balance zu kommen, wie viel in die Natur gehen, nur Bio essen. Am besten, ja, eigentlich nur so gut wie möglich nur im Wald zu sein. Das ist halt, das heutige Leben gibt das so nicht mehr her für viele Menschen. Und deswegen finde ich das so eine geniale Idee, diese Vittori-Matte mit diesen verschiedenen Therapieformen. Man braucht nicht viel Platz. Man kann so zusammenklappen und das vereint so vieles, wie du vorhin am Anfang schon gesagt hast. Du bräuchst eigentlich einen Raum, um diese einzelnen Therapieformen also aufzubauen und für sich zu nutzen. Und diese Therapiematte ist super. Also ich nehme die sogar, ich hatte dir auch erzählt, ich nehme die, kann man ja in so eine, da gibt es ja so eine Tragetasche, also im Auto, wenn man ein Auto hat. Also nehme ich die auch mit und lasse meine Familie und Freunde daran teilhaben, dass wir das dann zusammen nutzen. Also das ist schon eine gute Sache, ne? Also diese Therapieform zu nutzen und seine Gesundheit aufrechtzuerhalten, so und in die Selbstheilung zu gehen, dass der Körper wieder selber heilen kann mit diesen tollen Therapieformen.
Die negativen Ionen, das ist, finde ich, wirklich sehr, sehr wichtig und wertvoll in der heutigen Zeit. Wissen ja auch nicht viele, wie wichtig das eigentlich ist, ne? Und viele beklagen Genau. sich ja gerade auch in den letzten 3 Jahren. Wir wissen ja, was da so um sich ging. Und viele, ja, die sagen immer, die Energie, die sinkt und die Gesundheit ist angeschlagen und dass viele Menschen sich auch nicht mehr in der Balance fühlen. Und das ist halt ja eine gute Möglichkeit, um da wieder mehr so in den Ausgleich zu gehen. Genau. Was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt Infrarot, Biophoton, Magnetfeld, negative Ionen. Schumann-Frequenz. Eigentlich ist das ja auch ein Magnet. Das ist ja auch so ein Programm, was schon so eingestellt ist. Magst du mal was zur Schumann-Frequenz sagen? Das ist ja auch ein Programm, was man über die Vittori-Matte nutzen kann. Ich würde ganz kurz nochmal den Punkt Elektrosmog auffassen, Ah so ja. damit es bei manchen nochmal ein bisschen mehr Klick macht, diesen Bezug, warum sind negative Ionen so wichtig? Weil dieser Gegenpol sind positive Ionen und positive Ionen entstehen durch Elektrosmog. Und wir wissen ja, Elektrosmog tut uns nicht gut. Ne? Wer mal mit Handy am Ohr telefoniert hat, hat sofort diesen Effekt, diesen negativen Effekt von Mobilfunk und positiven Ionen gespürt. Schrecklich. Also totales Unwohlsein im Kopf und man ist da schon ganz schön dizzy. Wieder vernebelt und verwirrt. Eine Quelle von den negativen Ionen, wie zum Beispiel, ne, kann auch was anderes sein, aber die Vittori-Kristallmatte, die so viele negative Ionen in der Luft erzeugt, kann diese positiven Ionen, die uns nicht gut tun oder schaden, ausgleichen. Ne? Also einmal neutralisieren und dann die negativen Ionen oder das einfach umwandeln von positiv, neutral in negativ. Je näher man der Matte kommt oder dieser Quelle. So, und das ist halt ein super Punkt, um eben gegen die schädlichen Effekte von Elektrosmog vorzugehen. Oder ganz kurz nochmal Elektrosmog zu posierendes Magnetfeld. Da gab es eine Studie aus dem Jahr 2004. Hat man innerhalb von 15 Minuten gemessen, das weiß ich nicht genau, wie die das gemacht haben, aber das Ergebnis war, dass diese Effekte nach einem Mobilfunkgespräch, diese schlechten Effekte, die Schäden weg waren nach 15 Minuten negative, genau, posierendes Magnetfeldtherapie. Und das ist voll, ja, das ist einfach genial. Soll kein, ich sage mal, Freibrief dazu, ne, sein, dass man jetzt wieder alles machen kann. Und es ist einfach scheißegal, wie ich lebe, die Matte, die regelt. Ne? So ist es nicht. Es soll immer noch ein Gesundheitsunterstützer sein, ein Gesundheitshelfer. Und man sollte schon sehr, sehr achtsam mit seiner Gesundheit und Ernährung und Lebensweise umgehen. Ja, So. also damit erhöht man ja auch sein eigenes Potenzial, wenn man sowieso auch auf die Ernährung achtet, auf die Lebensweise und dann noch solche genialen Werkzeuge nutzt. Ich glaube, viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, was dann möglich selber ist, ne? So mit der eigenen Gesundheit, auch mit der körperlichen und geistigen und seelischen Gesundheit, ne? Was für ein Ja. hohes Level man damit kommen kann, wenn man wirklich auch an anderen Stellschrauben dreht, ne? Nicht immer nur irgendwelche, ja, Therapieformen, die Matte oder die Nahrungsergänzungsmittel oder dies oder das, sondern das ganze Konzept betrachten. Was ist noch möglich? Was kann man selber auch tun, ne? Wenn man einfach reflektiert, ja, wie kann man zu einer besseren Gesundheits- oder Lebensweise kommen? So, das sind ja immer verschieden, ob das die Ernährung ist oder auch die geistige Gesundheit, ne? Welche Nahrung führt man sich geistig zu? Bewegung, Natur, auch die Menschen, mit welchen Menschen umgibt man sich, da gehört ja so viel dazu. Und ich schätze dann auch immer Werkzeuge, die ich nutzen kann, zusätzlich zu dem, was ich selber tun kann. Und da ist die Vittori-Matte natürlich schon jetzt, ja, mit seinen vielen verschiedenen Therapieformen wirklich auch, gerade in der heutigen Zeit, ein geniales Werkzeug. Ich meine, du hast mit dem Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis, glaube ich, auch mal ein Interview gemacht. Hat er nicht sogar im Titel gehabt, so die Mettbetten gibt es schon oder so? Ja, so, genau, das ist so, die sa sagen einige Mitbetten der heutigen Zeit. Ja, So. da habe ich gedacht, ja, stimmt, ne? Weil das kursierte ja auch immer ein bisschen in den alternativen Kanälen so, wir brauchen die Map, da können dann die Menschen wieder heilen und gesunden. Und da habe ich mir gedacht, ja, es geht schon in diese Richtung, definitiv. Also es ist unterstützt auf alle Fälle wunderbar. Gut, danke nochmal für die Ausführung zum Elektrosmog.
Ach so, okay. Und Ja, sehr gern, sehr das ist auch gerne. nämlich nochmal wichtig, das ist nämlich vielen noch gar nicht bewusst. Also ich merke das auch, ich kann zum Beispiel mit dem Handy nicht direkt am Ohr telefonieren. Ich nutze dann immer diesen, ich mache einfach einen Lautsprecher an. Also ich merke das sofort. Manche sind da vielleicht nicht so empfindlich und sagen, pff, bei mir passiert nichts, aber ich merke das auch. Also sehr Unwohlsein im Kopf. So. Also deswegen sind sich viele auch nicht bewusst, wie sehr wir dem Elektrosmog eigentlich ausgesetzt sind. Ne? Viele haben ja ihr Handy auch immer irgendwie so am Mann. Oder Strahlung, WLAN generell. Und das ist gut, mit negativen Ionen entgegenzuwirken, gerade wenn man auch nicht die Zeit hat, wirklich jeden Tag mehrere Stunden raus in die Natur zu gehen. Ne? Das ist auch manchmal so, das Leben einfach dem Leben geschuldet, den Lebensumständen, dass das nicht immer möglich ist, wenn man sich um Job hat und Familie kümmert. Jetzt zur Schumann-Frequenz. Sebastian, magst du dazu noch mal was sagen? Ich habe sie, wie gesagt, selbst noch nicht getestet, aber werde ich jetzt demnächst tun. Ja, okay. Ich denke, so in deiner Community, fast jeder, der das Video guckt, der wird zumindest schon mal von der Schumann-Frequenz gehört haben oder der Schumann-Resonanz. Unsere Erde hat ein pulsierendes Magnetfeld. So, und das hat der Professor Winfried Otto Schumann, das war ein Elektroingenieur und Physiker, hat diese Wellen entdeckt in den 50er Jahren. Und er sagt, das ist eine der wichtigsten Heilfrequenzen, das sagt er, ist, was uns mit der Welt in den Einklang bringen kann. Ne? Körper, Geist und Seele wirklich miteinander gut harmonieren lässt. So. Und dieser Wert ist ein physikalisch errechneter Wert. Der ändert sich auch nicht. Das sind 7,83 Hertz. Ne, weil man jetzt immer so wieder gehört hat, ah, die Schwingung, die erhöht sich. Ja, unser Bewusstsein wird erhöht, erweitert. Doch diese Schumann-Frequenz bleibt, weil es eben ein physikalischer Wert ist, der an die Masse der Erde gebunden ist. Und das ist 7,83 Hertz. Und wenn wir uns mit dieser Frequenz, mit dieser Erdfrequenz bespielen, durch ein pulsierendes Magnetfeld zum Beispiel, dann gibt es auch Studien dazu, die nachgewiesen positive Wirkung haben auf den menschlichen Körper, zum Beispiel, dass wir besser schlafen können, dass unser Wohlbefinden gesteigert wird, dass die Gedächtnisleistung erhöht wird, weil der Hippocampus angeregt wird. Wir haben eine gedämpfte Schmerzempfindlichkeit. Der Blutdruck kann wieder normalisiert werden. Wir haben eine verbesserte Leistungsfähigkeit. Der Knochenaufbau wird durch die Stimulierung der Osteoblasten erhöht. Verbessert, verdichtet. Sage ich auch gleich noch was dazu. Das ist eine sehr coole Erfahrung von mir gewesen. Wir haben eine erhöhte Immun- und Krebsabwehr und die Herzschlagvariabilität wird verbessert. So, und ist alles das, was man jetzt gehört hat, mit Quellen angegeben auf unserer Internetseite zum Beispiel, weil es eben, wie gesagt, schon belegt ist. Deswegen kann man das so sagen, wie es ist. Und da merkt man, dass es halt wirklich eine ganz wichtige Frequenz ist, ne, im Zusammenspiel mit eben diesen der pulsierenden Magnetfeldtherapie. Und habe ich irgendwas vergessen? Ich denke, das war erstmal so das Wichtigste dazu. Vielleicht, was mich mal interessieren würde, was würdest du empfehlen, wie oft sollte man das Schumann-Frequenzprogramm einmal am Tag, alle zwei, dreimal die Woche? Was denkst du, wie viele Anwendungen bräuchte man das oder so im Schnitt ungefähr? Grundsätzlich würde ich immer nach dem Körpergefühl gehen. Es gibt Menschen, die sagen, boah, ich brauche das die ganze Zeit, ich brauche das jeden Tag, ich brauche das so oft wie möglich. Und dann nach 3 Wochen sagen sie, okay, ich kann jetzt ein bisschen zurückfahren, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich brauche das jetzt unbedingt, sondern bin jetzt so sehr geerdet quasi, dass der Körper sagt, okay, du, das war ganz gut jetzt für den Anfang, jetzt mache ich mal ein bisschen was. Und ich sagte Bescheid, wenn ich sowas wieder unbedingt brauche. Natürlich kann man dann trotzdem weiter drauf gehen. 2 bis 3 Mal die Woche ist super, ne? Also da kann man anfangen. Auch so empfehle ich immer, du darfst auch anfangen mit jeden Abend vor dem Schlafen gehen. Ja, einfach auf so 50, 55 Grad, halbe Stunde, legst dich hin und dann direkt ins Bett. Direkt ins Bett, du bist schon durchgewärmt. Du bist entspannt, ne? Kommen wir zu der Frage, ja, merke ich denn da wirklich mal was? Ja, du merkst in den ersten 10, 15 Minuten auf jeden Fall einen Effekt, mindestens der Entspannung. Wir hatten letztens eine Messe, sind
um den ganzen Trubel auf der Messe sind auf der Matte eingeschlafen. Ja, muss man dann wieder wecken. Und da haben sie gesagt, boah, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ne, war auch gar nicht so krass abgeschirmt irgendwie, sondern es war immer laut und Musik lief und die sind da wirklich eingeschlafen, weil es so entspannend ist. Ne, die Muskeln, für die Muskeln ist es natürlich total toll, wenn die mal runterkommen können. Und alles andere passiert nachts durch den Anschub der verschiedenen Frequenzen. Ne, und der Körper reguliert eben selber. So, und dann gibt es Menschen, die, wenn sie anfangen, am nächsten Morgen aufwachen und denken, boah, ich bin wie neu geboren. Und dann gibt es aber auch die andere Hälfte, die sagen, boah, ich fühle mich total geplättet. Ne, irgendwas passiert im Körper. Und wenn sie dann länger dranbleiben, dann haben sie genau diesen Effekt, wie die anderen 50%, dass eben dann sagen, so, boah, das war die beste Entscheidung. Und dann kommt eben noch ein toller Erfahrungsbericht in die Telegram-Gruppe von uns. Ja, und Schumann-Frequenz und positives Magnetfeld, meine eigenen Erfahrungen. Ich habe mir 2021 habe ich mir bei einem Motorradunfall das Handgelenk gebrochen links und habe natürlich dann einen Gips drum bekommen, damit es halt fixiert wurde. Musste zum Glück nicht operiert werden. Und nach 3 Wochen habe ich gesagt, mach das Ding ab. So, das ist so, fühlt sich so stabil an. Und dann haben sie es abgemacht, obwohl ich das eigentlich 6 Wochen hätte tragen müssen. So, hatte ich ja gesagt, Osteoblasten werden stimuliert. Und die Knochendichte wird einfach wieder erhöht. Ist auch super gegen Osteoporose. Ne, positives Magnetfeld, mega. Welches Programm hast du dann genommen? Regeneration oder es gibt, glaube ich, eins für Muskelknochen und sowas? Oder hast du verschiedene Programme, auch Entspannung, Regeneration? Da hatten wir die verschiedenen Programme noch nicht. Da war wirklich nur Magnetfeld ein oder aus. Das Ah. war eine relativ hohe Herzzahl und das haben wir dann ja noch unterteilt in die Also, einzelnen Programme. ihr empfehlt ja auch in diesem Heft, gibt's ja, da gibt es ja auch immer Empfehlungen. Also, es wird einfach aufgezeigt, welches Programm, also für was ist das und die Minutenanzahl. Aber man kann auch zum Beispiel bei der Entspannung statt 60 Minuten auch 40 Minuten oder so. Ne? Das ist ja nur so eine Empfehlung, so ein Richtwert. Also, man merkt, auch eine halbe Stunde ist schon sehr, sehr, sehr hilfreich. Ne? Und dann gibt es ja noch so Intensivprogramme, die ein bisschen kürzer sind. Wie gesagt, mein Lieblingsprogramm ist 20 Minuten Intensiventgiftung. Und ich mache dann auch Biophoton an, das Entgiftungsprogramm, also Tiefenwärme bis 65 oder sogar bis 70 Grad habe ich auch schon, oder 65 Grad. Und ich merke wirklich, also die ersten ein, zwei Male habe ich ja noch nicht so viel gemerkt, aber dann beim dritten, vierten Mal habe ich gemerkt, oh, da passiert was. Also ich kenne ja schon Infrarotsauna. Und da habe ich dann gemerkt, oh ja, das ist sehr intensiv. 20 Minuten, denkt man nicht, wie intensiv das ist. Dieses Programm. Und gerade bei so kleinen Entgiftungskuren, ich mache auch regelmäßig so Parasitenkuren immer um Vollmond herum. Und dann nutze ich immer vor allem gern diese drei, also an den 3 Tagen um Vollmond herum, dieses Intensiventgiftungsprogramm. Und das ist so genial. Also, ja, also ich bin aber wirklich manchmal, also man muss dazu sagen, 20 Minuten Intensiventgiftung, das merke ich dann auch. Das ist, also ich will nicht sagen, ich bin dann total erschöpft, aber das ist sehr intensiv. Es ist wirklich so intensiv, wie wenn ich eine halbe Stunde in die Sauna gehe oder so, oder 20 Minuten so eine Intensivsauna. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, weil man schwitzt ja nicht so direkt wie in der Sauna, wo einem wirklich dann alles runterläuft. Man liegt ja auf der Matte, es ist recht warm, aber wie du auch schon sagst, es ist nicht so zu warm. Ich habe immer einen Laken noch drüber, also es ist nicht so, dass man sich verbrennt, gar nicht. Also es ist sehr angenehm warm. Und dann auch das Zudecken macht ja auch nochmal was. Ihr empfehlt ja auch, die Kristallmatte immer zugedeckt zu nutzen. Also ich habe so einen Baumwolllaken und dann. Und mit so wenig Kleidung wie möglich. Und das ist schon sehr intensiv. Dann passiert auch was im Körper. Also, genau. Ich werde auch noch mal jetzt hier was einblenden. Ihr habt ja, ich glaube, 16 Schichten. Das ist, die Matte ist auch schon recht schwer. Ich weiß nicht mehr, wie viel Kilo wiegt die gleich? Waren das 13? Liegt um die 15. 50 Kilo. Ja, also Ist Nettogewicht, ja, genau, ohne Verpackung und so. ja, gut, es ist Das auch eine jetzt. dicke Matte, aber es ist erstaunlich, wie viele Schichten da drin sind. Da werde ich auch ein Foto einblenden, was da alles drin ist. Es sind ja auch so Edelsteine drin. Ich weiß schon gar nicht mehr, Jaspis auf alle Fälle. Muss man Genau, schauen. jetzt ist dazu Jaspis, die Karton, Achat. Amethyst, Genau. Achat, genau. Kannst du noch mal was zu den Edelsteinen sagen, warum die da drin sind in der Matte? Warum die drin sind? Erstmal sind sie natürlich für denjenigen, der von außen guckt und sich gar nicht auskennt, erstmal super schön aus. Ne? Also schön bunt, wie ein Regenbogen. Und dann gehen wir natürlich nach den Chakren. Ne? Für jedes Chakra im Körper einen Edelstein, damit alles wieder ordentlich fließt.
So, muss man aufpassen jetzt, was man sagt. Ganz, ganz verrückt. Ja. Aber die, die sich auskennen und mit Chakren gearbeitet haben, mit Edelsteinen gearbeitet haben, die werden schon wissen, was ich meine. Und dann, wir haben sogar von einer Heilpraktikerin auch ein Vorher-Nachher-Bild bekommen, innerhalb von 4 Wochen. Da hat man gesehen, dass die Chakren nicht so gut energetisiert waren. Und dann haben wir das Nachherbild bekommen nach 4 Wochen. Der war immer mit Schumann-Frequenz, mit 50 Grad. Und mein, wenn man drauf liegt, entfalten die Sterne ja sowieso Wirkung. Und dann war wieder alles grün. Die hat das so mit einem Bioresonanzgerät gemessen. Und dann war wieder alles super. Also von daher. Ist es nicht auch so, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, dass diese Edelsteine auch helfen, diese Infrarotwärme tiefer ins Gewebe zu bringen? Sind die nicht auch dafür da, wenn ich mich recht Genau. erinnere? Das finde ich ja auch, ne, wie sich alles so gegenseitig, ist ja fast wie so ein Synergieeffekt, den die Matte hat, dass sich die einzelnen Therapieformen nochmal verstärken, so, und zusammen so Genau, eine die greifen unfassbare. super ineinander und Ja. heben sich nicht aus, weil eben alles auf ganz natürliche Weise wirkt, ne? Stell dir vor, du oder man weiß ja, dass man immer fragen muss, hey, ich nehme die Tablette, kann ich denn noch die Tablette nehmen? Oder hat das irgendeinen komischen Effekt? Ne? So, und kriege ich dann irgendwas. Und das ist bei diesen natürlichen Hilfsmitteln eben gar nicht der Fall, weil alles an die Natur angelehnt ist und einfach nichts Unnatürliches da reinspielt. Genau, also einfach, mal klar muss man sich erstmal so durchtesten, aber man spürt dann schon selber, was man braucht. Und je nachdem, ne, ob man mal entspannen will oder sich konzentrieren will oder regenerieren will nach dem Sport. Oder eben mal seine Schwingung erhöhen oder Schumann-Frequenz. Also man kann ja alles ausprobieren. Und ich habe selber schon das Gefühl, ich bekomme schon ein Gefühl dafür, was ich gerade brauche. So, manchmal ist es natürlich auch an der Zeit gekoppelt, ne? Oder ja, also ich finde es wirklich eine geniale Möglichkeit, die Gesundheit zu unterstützen. Und freue mich, das jetzt auch weiterhin zu testen und auch in meinem Familien- und Freundeskreis das ein bisschen ausprobieren zu lassen. Wenn ich dann die Vittori-Matte ausschalte, die hat ja da noch so eine Nachwärme, ne? Eigentlich kann man da noch drauf liegen bleiben, aber wenn ich da manchmal aufstehen, was zu tun habe, kommt da wieder ins Zimmer, liegt unser Hund dort auf der Matte und mag das total gern, die Wärme. Also hat ja auch schon negative Ionen. Du sagst ja, wenn ich die ausschalte, sind die negativen Ionen ja trotzdem. Also er kommt ja dann in den Genuss von den negativen Ionen und von dieser tiefen Wärme. Habt ihr da noch andere Erfahrungen so mit Haustieren oder mit Tieren, ja? Ja, ganz, ganz viele Tiere, also von Hamster bis Hund. Und ja, genau, Hamster, Hasen, Katzen, Hunde legen sich alle wirklich gern drauf. Und es ist eben das Geniale, dass man Tiere ja nicht so beeinflussen kann, dass es gut oder schlecht, ne? Wenn man irgendwas hinlegt und die merken das von selber, wie gut ihnen das tut, dann gehen die drauf. Deswegen gehen die ganzen Tiere da drauf. Das ist total cool. Und das ist verrückt, was eben unser Verstand, unsere Glaubenssätze, ne, Tiere sind ja da völlig neutral, entweder ist irgendwas, haben sie da gute oder schlechte Erfahrungen und so, die sind nicht beeinflussbar, aber wir Menschen, ne, wenn wir sagen, das ist das beste Heilmittel, was es gibt, aber das ist eigentlich totaler Müll und würde dir sogar schaden, ne, und dir wird aber suggeriert, das ist total gut. Dann gehst du bist du glücklich darauf, du freust dich auf Gesundheit, du, ja, dann kann dir das auch nichts anhaben. So, das ist total verrückt, was unser Kopf und dann Körper imstande ist zu leisten. Und genauso andersrum. Ne, du kannst dir sagen, so, wenn du das jetzt trinkst, dann stirbst du, dann geht es dir richtig schlecht, du bekommst Krebs oder wie auch immer. Und das ist aber der geilste Scheiß, Entschuldigung, den es überhaupt gibt. Und der redet sich das so schlecht, dass der Krämpfe kriegt, es ist so verrückt. So, und das ist halt bei Tieren nicht so. Entweder die fühlen sich wohl und gehen da drauf, oder eben nicht. Und das ist dann so Ne? Ja, unverfälscht, ne? Weil man merkt, die machen das genau. wirklich freiwillig. Dann weiß man auch, das tut ihnen gut und da denken die nicht drüber nach, ob es gut ist oder schlecht. Die machen es einfach. Ja, So. die, genau, die spüren das, dass es was macht. Ne? Ansonsten würden die auch nicht drauf gehen. Ja, auf alle Fälle Ja. spannend. Also eine wunderbare Matte, Gesundheitsmatte für Mensch und Tier sozusagen.
Ich bekomme einen Hamster. Stelle ich mir so süß vor, so ein kleiner Hamster auf dieser großen Matte. Schön. Ja, ich danke dir, Sebastian, für die Ausführungen. Und ja, liebe Zuschauer, wenn euch das jetzt interessiert, was der Sebastian so ausgeführt hat, wenn euch diese Gesundheitsmatte interessiert, ihr findet unter diesem Video den Link. Ihr habt auch die Möglichkeit, die Matte zu testen. Und nach 14 Tagen, also innerhalb von 14 Tagen, gibt es auch dieses Widerrufsrecht, ne? Ihr könnt dann die Matte auch, wenn sie euch doch nicht zusagt, wieder zurücksenden. Aber ich glaube, die meisten machen, also ich glaube, ich weiß, das kommt, glaube ich, eher selten vor. Also nach einmal draufliegen oder zweimal draufliegen, dann merkt man schon, die möchte man eigentlich gar nicht mehr hergeben. Ne? Und Genauso. das Gute ist, es gibt auch einen 5% Rabattcode, den findet ihr auch, also unter dem Video oder im ersten angepinnten Kommentar findet ihr den Link zur Matte und auch einen Rabattcode. Wenn ihr darüber kauft, unterstützt ihr auch meine Arbeit. Vielen Dank. Und ja, lieber Sebastian, ich danke dir nochmal ganz herzlich für deine Zeit, für deine Ausführungen. Sehr wertvoll für mich auch nochmal ein paar Informationen bekommen, die ich jetzt so nicht wusste, weil ich eher so praktisch getestet habe, erstmal ohne jetzt zu viel darüber zu lesen. Ganz grob habe ich mich natürlich informiert. Aber jetzt war nochmal so schön, deine Ausführungen zu hören. Und ich kann das einfach nur bestätigen aus der Praxis, weil unsere Erfahrungen zeigen, dass sie wirklich auch ja, den Körper unterstützt. Der Körper heilt ja selber, aber es werden wertvolle Impulse gegeben über die Matte und der Körper kann dann wieder sehr gut regenerieren, sehr gut in die Selbstheilung kommen. Das macht ja der Körper alles selbst. Das ist ein wundervolles Werkzeug ist auch unser Körper, indem wir, wenn wir ihn gesund halten, auch lange gut leben können. Ne? Genau. Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringen, gesund in Einklang bringen. Ich danke dir. Lieber Sebastian, vielleicht gibt es ja noch mal, vielleicht machen wir auch noch mal ein Interview zusammen zu einem spezifischen Thema. Vielleicht ploppt da irgendwas auf, kann ich mir natürlich auch vorstellen. Ja, und ja, alles Gute, alles Gute dir mit der ja, Vittori-Matte. Viel Erfolg, viele schöne Erfahrungsberichte. Und du hast ja auch gesagt, es wird auch, ihr seid ja auch, wollt auch mehr so auf Messen, also offline zu sehen sein. Oder so Veranstaltungen machen, vielleicht, genau. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unter den Zuschauern, der dann zu euch stößt und da auch seine Erfahrungen macht oder auch preisgibt. Ja, liebe Zuschauer, wie gesagt, ihr findet alles Wichtige unter diesem Video und lasst gern, wenn ihr die Vittori-Matte schon kennt, Erfahrungen gemacht habt, dann lasst gern Kommentare unter diesem Video. Genau, was ist eure Meinung, wenn ihr noch nie was davon gehört habt? Wie resoniert das mit euch? Lasst gern eure Gedanken und Meinungen unter diesem Video. Alles Liebe, alles Gute für euch und bis bald.